Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Max Rathaus 10 Serie. Wir sind inzwischen bei Folge 18 angekommen und heute haben wir wieder ein Helden-Upgrade, was natürlich ins Haus steht, so wie immer. Der King geht heute auf Level 26, hat gerade Level 25 abgeschlossen. Meilenstein brauche ich nicht viel zu sagen. Das nächste Fähigkeiten-Level, Level 5 müsste es ja sein. Nee, Level 4, ne? Das erste Level auf Level 5, dann auf Level 10, 15, 20, 15. Nee, das fünfte Level. Das fünfte Fähigkeiten-Level ist freigeschaltet. Ja, das ist natürlich gut. Ein paar mehr Barbaren, ein bisschen mehr Rage. Kann man immer gebrauchen, auf jeden Fall. Wir fangen heute an, indem wir uns ein paar Raids angucken, die ich gemacht habe. Ein bisschen Lavalunien mal wieder. Einfach um euch auch zu zeigen, was für Bases ich finde in der Kristallliga 1. Um zu sehen, was funktioniert. Hier haben wir einen Ex-Bogen, der auf Boden ist. Das ist natürlich ganz nice, weil der ja gegen Lavaloon natürlich dann überhaupt nichts macht. Und ja, die Lakis schön in der Lage zu rasieren hier in der Mitte. Eine Air Defense ist stehen geblieben. Also ganz ehrlich, dass ich drei Stück platt mache, kommt selten genug vor. Von daher bin ich absolut zufrieden mit hier. 318.000. Die Armee kostet ja, wie ich auch schon mal illustriert hatte, 200.000. Bedeutet hier, ja, mit dem Liga-Bonus so ungefähr ein Profit von 100, sagen wir mal 180.000, die wir hier gut gemacht haben. Und sogar 1.500 Dunkles auch, oder 1.000, sagen wir mal 1.300 Dunkles haben wir Profit gemacht, weil wir 2.800 geklaut haben. Und den Liga-Bonus auch noch. Ja, teilweise findet man auch mal tote Bases. Da mache ich dann immer eher so ein bisschen surgical, weil bei einer toten Base ist halt oft auch so, dass die Minen und Sammler sehr, sehr stark verteilt sind. Bedeutet also, es macht nicht so viel Sinn zu spammen, sondern hier möchte ich halt, ne, hier picke ich so richtig so, so schön, wie man das kennt, hier mal eine Truppe, da mal eine Truppe. Den X-Bogen, der auf Boden ist, hier außen, den nehme ich weg, weil der fürs Pathing ansonsten schlecht wäre, weil wenn ich jetzt da einfach meine Loons gespammt hätte, übrigens ein grandioser Freespell, wie ihr gesehen habt, schön an der Air Defense vorbei, also manchmal, ne, da frage ich mich auch. Nein, also jedenfalls, um zurückzukommen zu meinem Punkt, ich lasse mich schon wieder total ablenken, hätte ich die Ballons da oben gespammt, wo der X-Bogen war, dann wären die, hatten sich alle so einen schönen Klumpen gebildet da drauf und das will man nicht. Man will, dass die Ballons, weil die haben ja so viel Schaden, man will, dass die sich ausspreizen quasi, also ausbreiten, und mehrere Defenses gleichzeitig zerstören. Weil die machen zwar viel Schaden, aber haben wenig Leben verhältnismäßig und sind auch noch langsam. Von daher, ja, die müssen gut verteilt sein, damit die gleichzeitig bam, bam, bam alles so platt machen können. Ja, wieder ein schönes Rathaus 9 hier. Also ihr seht schon, wie es läuft. Ich greife hauptsächlich Rathaus 9er an. Oder halt dann, wenn ich sie finde, tote Rathaus 10er, weil ganz logische Geschichte, ich farme ja weiterhin ohne Helden. Da fehlt mir natürlich immer so ein Stück Durchschlagskraft mit der Armee und von daher bin ich also nicht in der Lage, gleichwertige Bases anzugreifen. Noch dazu sind meine Lava-Hunde erst Level 2, die sind noch nicht Level 3, was ja für Rathaus 10 dann der Standard ist auf Max-Level. Von daher muss ich auch da ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich halt nicht übernehme, weil es bringt natürlich nichts, wenn die Lava-Hunde vorfliegen, sterben, bevor meine Ballons überhaupt Schaden machen konnten. Deswegen also sehr, sehr selektiv. Ich suche auch immer ganz gut, also ich bin mal eine gewisse Zeit schon dabei zu suchen, auf jeden Fall, weil es ist halt viel wichtiger, eine richtige Base auszuwählen, als schnell zu machen, dann vielleicht nur irgendwie, nur zu wenig Loot einfach zu klauen. Deswegen wirklich geduldig sein, wenn man das macht. Keine Angst davor haben, 50, 60 Mal auf Weiter zu drücken. Das passiert. Es passiert nicht immer. Man findet auch teilweise richtig geile Bases. Vor allem für mich immer abends irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist hier bei uns in Deutschland so. Weiß ich auch nicht warum. Aber abends, also besonders so ja nach 20 Uhr. Das ist dann oft, wenn ich nach Hause komme, so 20 Uhr von der Arbeit. Und dann danach noch 3-4 Stunden irgendwie farmen, wenn es geht. Während mich mein WLAN hier gerade verlässt. Wir hoffen mal, dass es weitergeht. Ansonsten mache ich einen kleinen Cut. Und dann bin ich gleich wieder da. Müssen wir mal schauen jetzt. Ja, und da sind wir wieder nach einem kleinen Cut, wo ich stehen geblieben war, abends geht es richtig ab. Also es ist natürlich jetzt auch cool für alle Berufstätigen, dass es dann abends am besten läuft, vermeintlich mit dem Farm. Da finde ich also die besten Bases. Meine Progress Base, da können wir mal kurz schauen. Wir haben den dunklen Bohrer auf jeden Fall jetzt am Upgraden. Das wird Zeit, dass der ein bisschen hochkommt, weil ich natürlich da umsonst mehr dunkles Elixier bekomme. Das sagen wir natürlich nicht nein zu, ne? Ganz klare Sache. Ansonsten haben wir noch ein paar, haben wir eine Mine, einen Sammler noch, die wir noch upgraden können. Und wir werden auch dann schon bald mit Defenses anfangen. Zwei schwarze Bomben noch, die roten Bomben, die werden wir auch demnächst alle machen. Dann werden wir Teslas machen und die Luftverteidigung, die stelle ich hier auch dann noch auf beim nächsten Mal. Der werden wir
Ja, uns darauf erstmal konzentrieren, Teslas Luftverteidigung für einen neuen Rathaus-10er, einen frischen Rathaus-10er, der ich ja auch dann früher oder später sein werde, wenn ich defensiv auf dem Level bin. Das Allerwichtigste, weil es ist am einfachsten für einen guten Angreifer, einen per Luft wegzuhauen, wenn man ein frischer Rathaus-10er ist, deswegen immer als erstes Teslas und Luftverteidigung. Das macht es schon viel schwieriger, getrippelt zu werden. Von daher, das ist auf jeden Fall der Tipp dafür. Mauern sehen auch schon gut aus, ne? Also 170 ungefähr haben wir schon auf Level 10, das ist auch gut. Ich möchte halt, wenn ich dann Matchup-ready bin, also wenn meine defensiven Levels so gut sind, dass ich auch defensiv schon ein bisschen was bringe und dann in den arrangierte Kriege mit reingenommen werden kann, möchte ich meine Mauern auch alle auf Level 10 haben. Das ist mein Ziel. Ja, ansonsten Bauarbeiter-Situation. Wir haben einen Bauarbeiter, der fertig wird in 2 Stunden und einen, der in 17 Stunden fertig wird. Von daher können wir auf jeden Fall wieder was starten. Wir werden mal schauen, was wir machen. Vermutlich irgendwie eine Riesenbombe oder so. Das muss man kurz gucken, was wir hier am besten jetzt mal nehmen. Das ist ja mal gucken, dass man ein bisschen mit seinem Gold haushaltet, dass man also was heißt Haushalt, dass man es am besten so ausgibt, dass man wenig verliert. Deswegen werden wir mal schauen, was wir jetzt hier machen oder ob wir überhaupt oder ob ich noch ein bisschen was für auch was Teureres spare. Ich denke, ich werde einfach eine suchende Luftbombe noch machen, da brauche ich noch 300.000 für. Und von daher können wir es jetzt leider nicht starten. Wir starten aber den King auf Level 26 und damit sind wir dann auch jetzt auf einem guten Weg. Nah an Level 30, 30, das ist natürlich das erste Ziel. Und ja, das ist es auch dann schon wieder gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, bis dann.